Jetzt 1,5 Stunden einwirken lassen. Eigentlich lasse ich das immer länger einwirken, aber ich habe keine Zeit, denn das Video wird ein Get Ready With Me. Heute ist der 26. Das heißt, wir haben noch Weihnachten. Und ich dachte, ich filme das mal ein bisschen, wie ich mich fertig mache, weil wir treffen uns nachher nochmal mit der Family. Jetzt muss ich erstmal duschen. Und zwar habe ich zu Weihnachten von Olaplex das Shampoo und den Conditioner bekommen. Das werde ich jetzt verwenden. Ich bin gespannt, wie es ist. Ach, das sieht so eklig aus. Für meine Haare benutze ich jetzt von Redken dieses 25 Benefits irgendwas. Ich habe bei Adore Bocaro eingekauft und das gab es als Geschenk dazu. Und das ist übel gut. Das ist ein Hitzeschutz. Ich habe mich jetzt schön eingecremt. Das ist mit die beste Creme, auch von Eucerin. So ein bisschen teurer, genauso wie das hier, aber ich finde, das lohnt sich total. Dann habe ich den besten Deo-Roller benutzt von Biotherm, der war in meinem Adventskalender. Jetzt mache ich Zinksalbe auf meine Pickel, weil davon habe ich im Moment nicht wenig und ich weiß nicht warum. Ich überlege, ob ich mir jetzt Augenpads drauf mache. Erstmal benutze ich jetzt das Wimpernserum. Das ist auf meinen Wimpern und auch auf meinen Augenbrauen. Ich rede mir ein, dass das was bringt. Ich benutze jetzt einfach irgendwelche random Augenpads. Die waren in meinem Adventskalender. Irgendwie sehe ich immer komisch mit den Dingern aus. Ich glaube, ich klebe mir die immer falsch drauf. Okay. Oh, jetzt habe ich die ein bisschen hoch gemacht. Sehr gut. Und jetzt warte ich. Ich lasse mal meine Haare ein bisschen Luft trocknen und föhne sie dann erst. Ja, und in der Zeit werde ich ein bisschen weiter lesen. Das habe ich auch zu Weihnachten bekommen. Ich bin besessen von dem Buch. Ich bin aber bald schon durch. Ich muss nur noch das bisschen lesen. Ja, und dann melde ich mich wieder. So, einige Zeit später. Meine Haare sind jetzt ein bisschen trockener. Ich habe die immer noch drauf. Schon viel zu lange drauf, aber das finde ich so schlimm. Jetzt werde ich die föhnen. Slay! Slay! So, mit Haare kletten bin ich jetzt fertig. Ich wollte mir eigentlich noch Locken machen, das ist so dumm. Aber ich muss die Haare vorher kletten, weil ich halt von Natur aus eher williges, lockiges Haar habe. Aber ich mache jetzt erstmal meine Skincare und fange schon an, mich zu schminken. Dann ziehe ich das süße Band an. Das ist aus dem Primark. Ich mache mir jetzt Brustwarzensalbe. Unter die Augen. Ja, als Gesichtscreme verwende ich, die war auch in meinem Adventskalender, benutze ich jetzt von Lancôme die Gesichtscreme. Meine ist nämlich alle gegangen von No Cosmetics oder so und irgendwie finde ich die nirgendwo mehr. Deswegen benutze ich die jetzt schon seit ein paar Tagen, aber die ist echt gut. Oh, vielleicht sollte ich erstmal die Pickelsalbe runter machen. Ich habe einfach so Hunger. Wir gehen gleich zum Chinesen essen. Sonst waren wir immer woanders, aber die renovieren gerade und jetzt gehen wir chinesisch essen. Ich mag eigentlich das nicht so wirklich. Fun Fact, meine Großeltern, also Oma, Opa, haben in China gelebt und ich war auch öfters die besuchen da. Es war schon immer schwer für mich, da irgendwas zu finden, aber sie sind halt riesen Fans davon. Deswegen gehen wir da essen und irgendwie mag das auch jeder andere aus meiner Familie, außer ich. Ja, weiter geht's zu diesem Content jetzt. Eine Freundin von mir hat mir diese Creme geschenkt. Die macht die Haut so ein bisschen dunkel. An Heiligabend hatte ich die drauf. Aber da ich so viele Pickel habe, lasse ich das heute lieber mal. Aber die ist wirklich übertrieben gut. So eine getönte Tagescreme, glaube ich. Ich benutze jetzt einfach nur Concealer. Und zwar benutze ich von MAC diesen Studio Finish
Concealer, das ist so ein fester. Ich habe auch echt einen Pinsel dazu. Den finde ich aber nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach ganz entspannt mit meinem Finger da rein. Ich muss mich gleich zum Spiegel rein, weil ich sehe hier überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, ob das zu viel ist. Ich glaube schon. Ja, ich verteile das mal kurz. Also wer dachte, dass das hier ein professionelles Schminkvideo wird, den muss ich leider enttäuschen. Ich benutze hier noch von Essence und Coverstick. Den benutze ich eigentlich nie. Ich probiere mal, ob ich jetzt, ob man das hier ein bisschen besser verdecken kann. Das sollte reichen. Und jetzt benutze ich von MAC auch dieses Studio Fix Puder. Und sette das einfach. Heißt das setten? Ich mache einfach Puder drüber. Aber auch nur auf die Stellen, wo ich Concealer drauf gemacht habe. So. Und jetzt mache ich, glaube ich, meine Augenbrauen. Ich kämme die erstmal durch. Den habe ich früher benutzt, diesen Augenbrauenstift. Mache ich aber nicht mehr. Mittlerweile benutze ich nur noch diese Bürste, die da vorne dran ist. Ich bürste die mir einmal so hoch. Erstens benutze ich nur Gel. Aber wenn ich die mal ausfülle, dann benutze ich auch von Essence diesen Long Lasting Eye Pencil. Also das für die Augen eigentlich, aber ich benutze den für meine Augenbrauen. Und jetzt fülle ich hier so ein bisschen hier vorne das aus und hier oben ein bisschen. Dann sieht es jetzt so aus. Schlimm, ich weiß. Jetzt nehme ich wieder diesen Pinsel und bürste mir das irgendwie so wie raus. Ja. Was mache ich jetzt? Und dann sehen sie so aus. Dann gehe ich nochmal in den Concealer. Ich weiß auch nie, warum ich vorher nicht die Augenbrauen mache. Ich mache es irgendwie immer so. Und jedes Mal denke ich mir, warum mache ich die Reihenfolge nicht anders? Am Ende nehme ich so ein Hair Project Ding, damit man diese kleinen Babyhaare wegmacht, was bei mir nichts bringt. Aber ich ziehe mir irgendwie dabei immer diese Haare raus. Deswegen benutze ich das Ding für die Augenbrauen, um die so zu laminieren. Das Ding ist jetzt aus Dänemark. Aber das gibt es auch hier von Got2Be oder wie das heißt. So, jetzt mache ich meine Wimpern. Diese Mascara, die war im 24. Türchen drin von Lancôme. Kann sein, dass ich falsch ausspreche. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Wimpern. Und ich biege die vorher nicht, weil ich weiß gar nicht mehr, wo meine Zange ist. Ich mache das immer mit dem Finger. Ich habe ja vorher dieses Wimpernserum drauf gemacht, aber es müsste jetzt echt eingewirkt sein. Ich finde es immer so krass, was Wimperntusche machen kann. Ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe das nicht, mich nicht anzumalen. Jetzt mache ich noch schnell das andere Auge. Ein Auge ist immer besser. Ich kleckere immer so sehr. Ich kann das gar nicht ohne. Ja, so sieht es auf jeden Fall jetzt fertig aus. Ich sehe wieder aus wie ein normaler Mensch. Nee, okay. Jetzt benutze ich von Wear Beauty diesen Blush. Was echt unnötig ist, weil ich habe immer rote Wangen. Deswegen brauche ich eigentlich gar keinen Blush. Und das verteile ich auch einfach mit dem Finger, weil Pinsel sind bei mir überbewertet. Ich habe zwar welche, aber ja. So, sieht aus wie vorher, weil ich schon rote Wangen hatte. Ja, an sich bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich mache jetzt eigentlich nur noch Lip Liner drauf. Und das war's dann. Eigentlich ist es jetzt schon zu früh für Lip Liner. Ich lasse das erstmal. Weil ich kriege davon immer so trockene Lippen. Und jetzt von The Body Shop. Das mache ich jetzt einfach. Oh. Jetzt kommt aber viel raus. Das ist der Look. Spaß. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr wir haben, weil um 4
müssen wir losfahren und Oma und Opa abholen. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch meine Haare locken. Das mache ich jetzt. Ich muss noch eine Karte für meine Cousine schreiben. Aber ich locke jetzt erstmal meine Haare. Ich glaube, die Zeit habe ich noch. Und dann muss ich echt immer das Badezimmer aufräumen. Ich filme das jetzt nicht, wie ich meine Haare locke. Weil ich kaum noch Akku habe und ich muss mein Handy noch laden. Aber ich habe hier so einen kleineren Aufsatz. Und ich mache das so. Ich teile die Haare auch nicht richtig ab. Ich lege die immer nur auf eine Seite. So mache ich das. Ich muss erst mal warten, bis das heiß ist. Ja. Dann nehme ich mir immer so kleine Strähnen und drehe die vom Gesicht weg. Also, ich nehme das und drehe ich das vom Gesicht weg. Und das mache ich jetzt, bis der ganze Kopf gelockt ist. Jetzt kann ich nicht auf Pause drücken. Nice. Wenn ich fertig bin, sehe ich immer ein bisschen aus wie Mozart. Am zweiten Tag finde ich die Locken auch immer viel schöner. Aber ich hatte gestern keine Lust mehr, meine Haare zu machen. Oh, eigentlich lasse ich es dann in meiner Hand auskühlen, aber ist mir jetzt daneben gerutscht. Dann ziehe ich nur so ein bisschen. So, und dann ist das hier schon mal fertig. Und so wird dann der ganze Kopf jetzt gemacht. Okay, ich bin fertig. So sehe ich aus. Und so bleibe ich auch. Nein, Spaß. Das muss natürlich alles noch durchgebürstet werden. Sieht so schlimm aus. Ich lasse das jetzt erstmal auskühlen und danach bürste ich das mit so einem Kamm durch. Und dann gucke ich noch, wo irgendwie was fehlt. Oh mein Gott. Sonst noch irgendwo? Ja, hä? Bin ich dumm? Warum habe ich die denn eben alle nicht gesehen? Ich muss mir jetzt das Video angucken, ob da hinten noch irgendwas nicht gelockt ist. So, kleiner Perspektivenwechsel und schlechteres Licht. Ich lasse jetzt die Haare durch. Und dann trenne ich das obere ab. Und das wird dann der Look. Ich mache mir erstmal Öl in die Haare. Ich kann es selber nicht ganz lesen. Von Sebastian. Keine Ahnung, was das ausgesprochen wird. Das riecht so unfassbar gut. Das ist von meinem Friseur. Ich mir aufschwätzen lassen, aber es ist wirklich super. Jetzt kämme ich mir noch die Augenbrauen hoch mit diesem Gel. Boah, ich bin in Hektik. Ich habe mir jetzt von Kylie Jenner Snow Way Bay Lip Liner. Oh, ich brauche einen Spitzer. Egal, das reicht jetzt mal. Ich sehe gar nichts. Bisschen gefährlich. Ich mache immer nur außen. Ich muss mal kurz gucken. Ja, eigentlich lasse ich das dann schon so. Aber ich habe jetzt gerade beim Aufräumen meinen MAC Velvet Teddy Lippenstift gefunden. Ja, that's it. Und Tasche, entweder die oder meine Louis-Tasche. Ich weiß nicht. Ich liebe das halt, ne? Die sticht dann immer so raus. Ich denke die. Also ich habe jetzt extra nochmal mein Ringlicht angemacht, damit besseres Licht ist. Das ist der fertige Look. Man sieht trotzdem noch die Pickel, aber was soll ich tun, ne? Ich glaube, ich werde die zurückmachen, weil irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Das habe ich auch zu Weihnachten bekommen. Ich bin wie so ein kleines Kind. Ich habe es geliebt, alle Weihnachtssachen dann zu benutzen. Und jetzt sind es halt keine Spielsachen mehr, sondern so Make-up-Produkte. Dieses Parfüm habe ich mir auch gewünscht. Das ist so schön. Noch ein Fun-Fact. Der Spitzname, also mein Spitzname, ist Bienchen, aber nur meine Mutter nennt mich so. Aber sie nennt mich wirklich immer so. Sie nennt mich nie Franka. Außer sie ist sauer oder so. Aber sonst immer Bienchen. Sie schreit das auch richtig, wenn wir im Laden sind. Das ist wirklich kein Scherz. Und ich habe diese süße Kette bekommen. So eine kleine Biene.
Ja, die werde ich mir jetzt auch umziehen. Weil von Gold oder Schmuck generell kann man nie genug bekommen. Na, deswegen hänge ich mir das jetzt um. Und das war es dann auch schon mit dem Video, weil ich muss dann nämlich raus zu Oma und Opa. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Euch hat das Video gefallen. Ist ein bisschen chaotisch gewesen. Gibt es hier vorne oder hinten bei dieser Biene? Ja. Ich bin in Zeitdruck und jetzt noch das. Ich könnte heulen. Oh, man kann voll in meine Nasenlöcher reingucken. Oh, ich sehe nichts. Oh, das mache ich nicht jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt nicht mehr filmen, weil wir sind ja mit der Fam jetzt. Und ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Weihnachten. Tschüss.